Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei sind heute Marc Eggers, Trimax, Stefan Gregg und Nico. Alle haben extrem Lust auf dieses Video mit mir, eine Runde Wer bin ich zu spielen. Ich hab echt Lust. Ja? Mhm. Du bist echt der Einzige, der sich über sowas freut. Ja, weiß ich nicht. Deine Stirn ist viel zu fettig. Oh, die ist nicht fettig. Ich klicke nur auf die Stirn. Das fällt jetzt schon runter. Nein, Amar, Junge! Hast du geguckt? Ich wollte eine Story machen. Nein, hör auf. Amar hat gerade Selfie-Modus angemacht. Wenn jetzt ich wollte Handy weg, dann schmeiß ich den Pool. Fang ich an, oder was? Ja. Bin ich Thomas Gottschalk? Nein. War ich jetzt? Ja. Ich bin nicht so richtig berühmt. Ja. Nee. Okay. Und ich weiß nicht mal, wer das ist. Kennen wir die Person persönlich? Ja, aber stell vielleicht nur eine Frage. Okay. Ich bin männlich? Ja. Habe ich Haare? Ja. Bin ich deutschsprachig? Nein. Existiere ich wirklich? Ja. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich noch am Leben? Ja. Du kannst das Spiel ja voll gut. Wer hat gerade gefurzt? Maxi. Warte ganz kurz, ich möchte kurz bei Amar was dazu sagen. Diese Frage mit bin ich deutschsprachig, das kann man so nicht sagen. Kann man nicht sagen, ja. Kann man nicht aber sagen. Es ist trotzdem nein. Ja, ja, eher nein. Kennen wir diese Person alle? Also nicht persönlich. Ja, aber kennen wir die so vom Ding her? Ja. Okay. Also nein. Okay. Würde sagen, alle würde ich sagen nicht. Nein. Okay, mach weiter. Ja. Bin ich eine existierende Person? Ja. Bin ich ein Mann? Ja. Weiter habe ich noch nicht geplant. Bin ich ein Sänger? Nein. Bin ich ein Hundesohn? Ja. Nein. Keiner hat ja gesagt. Okay, bin ich eine normale Person, ein Mensch? Ja. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Bin ich weder männlich noch weiblich? Nein, nein, nein. Bin ich männlich? Ja. Bin ich so alt wie wir ungefähr? Nein. Nein. Bin ich eine fiktive Person? Ja. Weiß ich nicht. Existiert vielleicht schon, Digga. Weiß man nicht, ne? Digga, natürlich. Ja, ja, du bist eine fiktive Person, ja. Okay, ich bin international bekannt. Ja. Ich bin ja dann auch irgendwo in den Medien präsent. Ja. Ja. Das heißt, man sieht mich auch im Internet. Ja. Man sieht mich auch im Fernsehen. Weiß ich nicht. Also nein, okay. Ich würde nein sagen. Okay. Bin ich international bekannt? Eigentlich ja. Ja, oder? Schon vielleicht so ein bisschen, aber eigentlich nicht. Bin ich deutschsprachig? Ja. Oh mein Gott. Weil ich gerade lachen musste wegen international. Bin ich Jeremy Fragrance? Nein. Nein. Okay, bin ich männlich? Ja. Verdiene ich mein Geld mit Social Media? Nein. Also ich bin kein Transvestit. Nein, bist du nicht, nein. Habe ich einen neunsitzigen Kleinbus? Nein! Sehr gut, aber nein! Sehr gut, aber nein! Bin ich im Internet? Ja, nein. Ja, aber eigentlich, also nein. Aber damit kannst du nichts anfangen. Man müsste sagen, nein. Verdiene ich mein Geld dann auch mit Internet und Social Media? Ja. Ich bin auch auf YouTube. Ja, ja. Doch, bin ich das auch schon. Nicht. Du bist auch auf YouTube, aber ich würde nicht sagen, direkt mit Social Media Geld verdienst. Bin ich auf TikTok? Ja. Mach ich Musik? Nein. Gut. Ich glaube, ich weiß, wer ich bin. Scheiße, ja, ich habe mir keine Frage überlegt. Ich brauche keine so viel Zeit. Jetzt 40 Minuten Zeit. Ja, okay. Bin ich witzig? Ja, also unfreiwillig. Aber witzig ist doch individuell. Ja, witzig ist eine andere Frage. Ja, okay, immer wieder bin so ich cool im Internet. Kann ich irgendwas richtig gut? Nein. Nein, wirklich, das kannst du. Also nein. Bin ich eine bekannte Person, Person des öffentlichen Lebens? Ja. Also habe ich was mit Fernsehen zu tun? Ja, schon. Sehe ich gut aus? Nein. Ich finde schon. Was ist? Kleine Frage mal. Warte mal, wenn ihr sagt, die Person sieht unfassbar gut aus, ihr könnt ja nicht meinen eigenen Namen auf meinen Kopf schreiben. Dann wäre es ja ein Nein gewesen. Was? That one, there was a violation personally. Aber bei Hundesohn wäre ich dann direkt aufgekommen. Okay, ich bin, glaube ich, ein bisschen auf den falschen Dampfer gestartet. Bin ich in der Öffentlichkeit bekannt? Ja. Ja. Klar. Ich bin aber eher über die TV- und Co-Medien bekannt. Ja. 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 Er weiß es die ganze Zeit, aber ich bin in einer sehr speziellen Szene tätig. Ja. Ja, komm, sag doch nach. Ich bin Olivia Jones. Ja. Achtung, Stefan, ihr redet wieder. Habe ich einen Zehnsitzigen? Haben wir diese Person in den letzten Tagen persönlich gesehen? Ja. Ja. Ich bin nicht Stavros Bruder, ne? Nee. Ja, du bist nicht Stavros Bruder, ja. Aber eigentlich darf man keine Nicht-Frage stellen. Oh, ja, okay. Bin ich unser Vermieter, Nikosch? Ja, bist du. Oha. Mach ich was im Internet? Nein. Achtung, jetzt ganz kurz. Sehe ich einen aus dieser Gruppe hier sehr, sehr ähnlich? Ja. Nico. Ja, ich bin Andrew Tate. Ey, Max, Alter. Das ist ein aber wollen wir nur noch kurz reden? Ich kenne die Person. Ja. Hundertprozentig. Ja, nicht persönlich nicht, aber. Ja, aber so. Ja, safe. Oh, es ist schwer. Ich bin unfreiwillig witzig und assi. Und ich kenne mal aus dem Internet. Ja, das können ja Millionen sein. Du musst mal so ein paar spezifische Bereiche abgraben. Ja. Okay. Komme ich aus dem Trash-TV? Ja. Bin ich Marc?
That one there was a Witz, an Witz. Okay, scheiße. Ich bin ein Mann. Ja. Hör auf. Hab ich schwarze Haare? Nee, Mann, aber Max, ich gebe dir mal einen Tipp. Nein. Also keinen spezifischen Tipp, aber guck mal wirklich, dass du probierst, so die Segmente zu finden. Passt ja, das mal ab? Haare. Ja, doch, die sehen sehr dunkel aus. Ja, okay. Okay, ja, echt? Okay, dann lassen wir es durchgehen. Fuck. Bringt mir jetzt auch gar nicht. Ich würde jetzt auch keinen Schwarzhaarigen da kennen. Okay, was gibt's Segmente? Trash-TV? Ist es so... Kenny, 100%? Ja, auf jeden Fall. Bin ich schon seit mehr als 5 Jahren ja. bekannt? Bin ich schon seit 10 Jahren bekannt? Ja. Oh, so trashig bin ich. Also, mach du erstmal, ich hab dann gleich zweimal Nein sagen. Jo, also Max, das kannst du nicht so... Das geht dir nicht auf Sparen. Alle achten auf mich. Ey, ich weiß nix, ne? Also ich komme aus dem Fernsehen, habt ihr gesagt. Ne? Ja, okay, du hast auch eine wichtige Frage nicht gestellt. Ja, ich weiß doch, ob ich männlich oder weiblich bin. Ja, ich bin männlich. Aber eine wichtige Frage, womit man bekannt werden kann. Ja, genau, ja, bin ich durch Trash-TV bekannt geworden? Nein. Scheiße, nein! Okay, warte. Also ich bin eine fiktive Person. Ja. Gib mir doch auch so einen Tipp. Irgendwelche Segmente. Ja, ich habe auch gar nichts bekommen. Hast du doch mal deine Segmente ab. Man sieht den nicht so oft. Oh, was jetzt zu oft? Jetzt ist ja, chillt mal. Ja, man sieht den wirklich nicht so oft. Oh, bei alle Kenny. Okay. Hey, chill doch mal! Bin ich der Weihnachtsmann? Ja, Alter, komm, Nein. Was? Du hast einfach dein eigenes Format. Nein. Ich bin der Weihnachtsmann. Das war doch nicht zu viel. Jetzt hat er den Mund. Und ihr seid die Verlierer. Krass. Er hätte noch sagen müssen, Kinder glauben an ihn. Ja, perfekt, Digga. Oh, Mann, Alter. Ja. Mir fällt gerade nicht eine Person ein. Hä? Nicht eine einzige. Ja, stell doch so Fragen. Ja, weiß ich gerade. Wer ist denn der richtige Assi? Wer ist ein richtiger Assi? Welche Assis gibt es seit 10 Jahren im Trash-TV? Mir fällt nicht einer ein, deswegen kann ich nicht eine spezifische Frage stellen. Ja, Trash-TV ist jetzt nicht unbedingt so das Genre. Ja. Okay, ich bin nicht nur Trash-TV, aber ich mache mal zum Beispiel, jetzt mal eine Frage stellen, sonst bist du raus. Guckst du Trash-TV? Du könntest ja fragen, war ich im Big Brother Haus, war ich im Dschungelcamp? War ich im Dschungelcamp? Nein. Ja, Assi, Digga. Naja, bin ich Comedian? Nein. Oh, Digga, Alter. So falsch kann man nicht sein. Marc macht richtig Spaß. Deshalb, ja, aber ich weiß, jede Frage ist nein. Nicht aus dem Dschungelcamp. Bin ich so aus dem Giga-Trash-TV? So, da ist spezifisch das ein bisschen. Sowas wie Love Island, unter Palmen, unter Palmen. One Touch, Don't Fuck. Was bin ich nicht? Bin ich bei Big Brother? Nein. Ja? Ja, klar. Ja? Ich wusste nicht, ich habe nicht eine Staffel gesehen. Hä? Ja, Google, wenn es nicht stimmt, ex die alle in Bier, okay? Nein, warte, aber das hilft okay. nicht. Scheiße, jetzt wissen es gefühlt alle. Nein. Also Max, hör auf diesen Trash-TV-Ding rumzureiten. Ja, geh mal mehr ein bisschen Internet. Ach, in die Digga. Internet. Okay, bin ich ein Sänger? Ja. Aus Österreich? Nein. Aber wäre krass gewesen. Wieder ich. Ich dachte, jemand macht Andreas Gabalier. Nee. Soll ich noch einen Tipp geben? Nein. Ey, Max, bitte. Also, soll ich dir einen Tipp geben? Wenn man dich vom Weiten sieht, erkennt man nicht direkt. Ja, du leuchtest. Hab ich viel Geld? Ja, übertreib wieder mit dem Ja, aber das zeigt dir doch auch nicht, Alter. Bin ich Detlef die Soße? Nein! Hä? Was hast du für Sonne dran? Der kann tanzen, Mann. Ey, jetzt darf ich wieder was fragen. Ne? Ich bin ein Sänger. Deutscher Sänger? Ja. Kacke, überholt mich. Aber nicht Schlager? Ja. Schlager? Oh Mann, ja. Oh, seid ihr... Ey, wer hat Michael Wendler auf meinem Kopf? Nein! Ich bin auch nicht der Wendler? Nein, du bist nicht mehr dran, ich bin wieder dran. Du bist auch in YouTube-Formaten vertreten manchmal. Ja. Oh, das ist ein großer Tipp. Ich bin ab und zu in YouTube-Formaten drin. Hab ich krassen Style? Nein! Ganz im Gegenteil. Wobei? Bro, was ist das für eine Frage, Alter? Ey, bin ich noch im Hype gerade? Nein. Bin ich im Hype? Überhaupt nicht. Null? Oh, das ist doch kacke. Warte mal, bin ich so ein One-Hit-Wonder? Nein, gar nicht. Oh fuck, bin ich ein Mann mit Wonder? Hey, nein. Ich stelle jetzt die Fragen für Max und mich zusammen. Du hast mal was mit einem Rapper gemacht. Oh was? Ah, Tim Bensko. Nein. Hä? Schlagersänger? Ah, Karel Gott. Nein. Hör auf, ich bin dran. Also, du bist reich. Ich bin reich. Ja, gib mir doch auch mal einen Tipp wenigstens. Du hast einen krassen Tipp, Alter. Welchen? Wie viele Schlagersänger mit einem Rapper was gemacht? 4? Jeder Schlagersänger. Nee, 4. Soll ich einen krassen Tipp geben? Nein, bleib mal leise. Okay. Stopp. Schlagersänger mit Rapper? Ja. Das ist jetzt der heftigste Tipp. Ich bin ein reicher Assi. Also, also ehrlich jetzt, Nee, oh, der Prinz, der schreit, ich bin reich. Wer ist der? Digga, halt's Maul, das weiß doch kein Arsch. Ja, ich hab auch den Prinz. Der Prinz, der schreit, ich bin reich, ich hab ihn. Hast nicht den Namen gesagt, nee. Marc ist dran. Ach, Digga, jetzt verrat mir, wie der heißt. Digga, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Also, ey, wie heißt der? Ich mach das jetzt. Nein, ey! Ach, Digga, ich weiß es nicht, dann! Ich weiß nicht, ich bin euch, ich weiß es nicht! Hab ich Google? Nein, die Kinderserie. Oh, Diggi! Ja, was denn trotzdem nicht? Ey, ich komm wirklich drauf. Fritz Markus! Oh. Ja! Junge, Tabaluga! Peter Maffay. Oh, ja! Da kommt ja keiner drauf. Aber ist geil, oder? Eggers muss den Tornado zwirbeln jetzt. Ja, mach's gut, hör rein. In diesem Sinne. Ciao. Ich fand meinen Sch.